Welcome to the castle, willkommen im Schloss. Wir treten ein. Mit Ernst Prost und Peter Baumann wollen wir reden über das Sportsponsoring, das in meiner Wahrnehmung für einen Mittelständler wie Liquimoli außergewöhnliche Maße und Ausmaße hat. Das Firmenmarketing geht weit über den Autorennsport hinaus, den man bei einem Motorenöle- und Additivehersteller ja erwarten darf. Wer den Wintersport verfolgt, gewinnt den Eindruck, Liquimoli auf allen Pisten und Strecken. Das blau-rot-weiße Firmenlogo springt einem ins Auge bei Skirennen, im Biathlon und beim Skispringen. Aber auch in der nordischen Kombination, im Eiskanal und. Liquimoli ist aber auch Topsponsor der Handball-Bundesliga und durch sein Marketing verankert in der lokalen und regionalen Sportszene, allen voran im Ulmer Basketball, für den Liquimoli nach dem Namensgeber Ratiopharm wichtigster Sponsor und damit Geldgeber ist. Herr Prost, warum all diese Aktivitäten im Sport? Also erstmal danke für diese komplette und vollständige Aufzählung. Da merken wir erst, was wir so tun. Ganz am Anfang sagten Sie, Herr Thierer, mittelständisches Unternehmen. Jawohl, wir sind Mittelständler. Wir machen dieses Jahr wahrscheinlich so 600 Millionen Umsatz. Wir sind Mittelständler, aber wir sind nicht Mittelmaß. Unser Ehrgeiz ist es, wie bei jedem guten Sportler, so auch bei uns als Wirtschaftsführer, in die Spitze vorzustoßen. Und da hilft kein Mittelmaß, auch nicht als Mittelständler. Da muss man Spitzenleistungen abliefern. Und die Kombination Spitzensport, international, national, regional, auch lokal, hilft uns, die Marke zu transportieren, dorthin, wo wir unsere Kunden finden. Und das ist die Idee, die hinter dem Sponsoring steckt. Ist denn der Erfolg dieses Sportsponsorings in Umsatzzahlen messbar? Ja, da kommt jetzt wieder der Erbsenzähler durch, da kommt jetzt wieder der Kaufmann durch oder wer auch immer. Der Schwabe. Ja, nein, kann man nicht. Nein, das wäre vermessen zu sagen, ich stecke hier 100.000 Euro in ein Sponsoring-Engagement und morgen habe ich hier 100.000 Euro zusätzlichen Ertrag. Aber man weiß ungefähr, wie mit der schwarzen Materie ist es. Es ist da und es funktioniert. Nicht so schnell, nicht von heute auf morgen, aber unsere ganzen Konzepte, unser ganzes Marketingkonzept, nicht nur Sponsoring, sondern alles, was wir tun, ist langfristig angelegt, zielt auf nachhaltige Ergebnisse und nicht auf kurzfristige Gewinne. Nochmal eine Frage an den Firmenchef. Gibt es denn ein festgelegtes Budget für das Sportsponsoring oder wird und werden die verschiedenen Aktivitäten kurzfristig und spontan entschieden? Also ich bin schon sehr für Budgets. Wir haben auch eine ganz tolle, saubere, fundierte Unternehmensplanung, so wie es gehört, alle Kosten, alle Umsätze und auch alle Ausgaben im Bereich der Werbung. Aber dennoch sagen wir immer, je nach Gefechtslage investieren wir so viel, wie notwendig ist. Und manchmal ist nicht so viel notwendig, weil die Geschäfte von selber gut laufen oder weil wir auch gar keine guten Möglichkeiten haben. Und zur Zeit, wie wir sie jetzt erleben, sagen wir, ist es richtig, notwendig und eine gute Gelegenheit, mehr in Sponsoring zu investieren, mehr in den Aufbau der Marke zu investieren. Also immer nach Gefechtslage, was ist notwendig und so viel Geld, wie immer notwendig ist, geben wir aus für alle unsere Aktivitäten. Gibt es eine Zahl, eine Größenordnung, einen Anhaltspunkt im Jahr? Ja, wir haben in normalen Jahren, also wenn der Wind von hinten kommt und die See ist glatt und die Segel blähen sich und alles ist wunderbar, also nicht jetzt wie zur Krisenzeit, dann geben wir aus, was waren es letzte, glaube 25 Millionen. Aber nicht nur Sponsoring, also das komplette Marketingbudget, wenn man so genau, möchte. Werbung, ja. Verkaufsförderung, Sponsoring ist ja ein großer Teil unserer Kommunikationsstrategie. Und dieses Jahr, wegen Corona, weil wir Krise haben, haben wir jetzt die Kriegskasse nochmal aufgemacht, der Geldbeutel nochmal aufgemacht und zusätzlich ungefähr 15 Millionen mehr für alle möglichen Aktivitäten ausgegeben, investiert. Auf die lange Frist gesehen zahlen wir da ein auf die Liquimoli-Erfolge im Jahr 2030. Das ist das, was wir jetzt hier heuer tun. Herr Baumann, lenken wir den Fokus ein bisschen auf das lokale Geschehen. Sponsoring ist weder Selbstzweck noch Hobby noch Mäzenatentum. Welche Rolle nimmt insbesondere das Engagement von Liquimoli im Ulmer Basketball ein? Zugespitzt gefragt, kann der Basketball den Menschen die Marke Liquimoli näher bringen?
Genauso wie die ganzen anderen Sportaktivitäten das tun. Wir sind ja, das ist noch gar nicht zu Wort gekommen, wir sind ein globales Unternehmen. Das heißt, wir sind in 150 Ländern dieser Welt aktiv und überall hilft uns der Sport sehr, die Marke in den Fokus zu rücken und auch sicherlich ein gewisses Image um die Marke zu schaffen. Und wir haben das große Glück hier, das ist wirklich ein großes Glück, dass wir an unserem Standort, der auch nicht zu vernachlässigen ist, was Marketingaktivitäten betrifft, sehr hochklassigen Sport haben im Basketball, in der ersten deutschen Liga. Da haben wir wirklich großes Glück und da gibt es dann gar keine andere Möglichkeit, als natürlich auch hier eine Kooperation einzugehen. Man sieht, wie populär dieser Sport, dieser Club hier bei den Ulmern und in der gesamten Umgebung ist. Bei unseren eigenen Mitunternehmern ist im Unternehmen, die natürlich auch mitfiebern und Fans sind. Also da kommt für uns eine glückliche Fügung zusammen. Wir erfüllen unsere Marketingziele durch, wie bei anderen Marketing- und Sponsoring-Aktivitäten. Und befriedigen Bedürfnisse der Beschäftigten. Befriedigen, das kann man so nennen. Die sind alle stolz und Fans auch und wir sind am Standort aktiv, also eine bessere Kombination gibt es eigentlich gar nicht. Seit Samstag fliegt nun der Ball in der Basketball-Bundesliga wieder unter Ausschluss der Öffentlichkeit und trotz Corona-Krise. Hätten Sie sich, Herr Baumann, eine ähnlich konstruierte Finalrunde als Namensgeber auch für die Handball-Bundesliga gewünscht? Klar, als Sponsor hofft man natürlich, dass der Ball fliegt, wie Sie sagen. Das ist natürlich das Entscheidende. Und Ballfliegen heißt, die Medien gucken drauf und die Zuschauer gucken drauf. Das ist das, was man als Sponsor ja unbedingt haben möchte. Ich glaube, man kann die Dinge nicht über einen Kamm scheren. Es gibt unterschiedliche Voraussetzungen. Natürlich hätten wir uns gewünscht, dass auch eine Handball-Bundesliga einen Weg gefunden hätte, die Saison zu Ende zu spielen. Da gab es andere Gründe, wo das nicht geht. Umso glücklicher sind wir, dass die BBL eine Lösung gefunden hat, die Basketball-Saison mit einem Season-End-Turnier ordentlich zu Ende zu bringen. Einfach auch, weil die Menschen jetzt nach Sport dürsten, sage ich jetzt mal, und sicherlich das mediale Interesse riesengroß sein wird, wenn das Turnier in München oder während des Turniers in München, da erhoffen wir uns sehr viel Präsenz und das ist letztendlich, worauf es drauf ankommt. Das ist, wie Sie vorhin gesagt haben, kein Selbstzweck, sondern wir kaufen uns eigentlich eine konkrete Gegenleistung, bei all der Emotion, die natürlich trotzdem drin ist. Herr Prost, eine etwas generellere Frage. Wie sehr, glauben Sie, wird die Corona-Krise die Bereitschaft von Unternehmen tangieren oder beeinträchtigen, sich als Sponsor im Sport zu engagieren? Nee, Uli, da gibt es wieder solche und solche. Ne? Die einen sehen schlecht Wetter kommen und machen das Haus dicht und fangen Sparen an und fahren alles runter, kürzen die Werbebudgets, schmeißen die Leute aus, machen Kurzarbeit und hören gleich das Atmen auf. Ne? Und die anderen, so wie wir sagen, in dieser Krise steckt eine Chance. Mag abgedroschen klingen, aber es ist so. Und das ist ja nicht die erste Krise, die wir hier meistern. Wir haben schon in der Finanzkrise 2008 und 2009 erlebt, was man machen kann, wenn ringsherum die Wettbewerber in Schlafmodus versinken und wir Gas geben. Das ist ein Doppeleffekt. Ne? Die einen hören auf und die anderen geben Gas. Für uns ist das jetzt die Chance, die nur alle 20 Jahre kommt, Liquimolli noch weiter nach vorne zu bringen, Distribution aufzubauen, neue Kunden zu gewinnen, immer global, immer international, immer in der ganzen Welt, zusätzliche Umsätze ins Haus zu holen, mit Kunden, die bisher eher bei der Konkurrenz im Bett lagen, die holen wir jetzt in der Zeit zu uns. Natürlich auch, weil wir eine geile Marke sind, weil wir aktiv sind, weil wir Leben in der Bude haben und da passt der Sport halt auch dazu. Leben, aktiv, dynamisch, engagiert, erfolgsorientiert, auf den Sieg aus und nicht einfach hier so verwaltungstechnisch rumhängen. Sie haben es ja bereits gesagt, dass insgesamt das Marketingbudget wurde erhöht von, wenn ich es richtig verstanden habe, 25 auf 40 Millionen. Korrekt. Und dabei wird es auch absehbar bleiben. Ja, das wissen wir heute noch nicht. Uli, wenn wir nochmal ein bisschen was brauchen, dann machen wir nochmal was. Wenn jetzt die Zeit im Herbst uns neue Chancen eröffnet oder auch neue Herausforderungen aufbürdet, dann müssen wir wieder den Geldbeutel aufmachen und müssen sagen, und jetzt machen wir nochmal was. So lange, bis am Jahresende der Sieg eingefahren wurde. Wird denn vom Geldbeutel aufmachen auch der Basketball in Ulm profitieren? Ja, natürlich. Wir haben weder einen einzigen Euro zurückgenommen, noch haben wir irgendwas gespart oder eingestellt. Ganz im Gegenteil. Ne? Ich denke auch, dass die Kombination erfolgreicher Sport, so wie der Peter das gerade dargelegt hat, und erfolgreiches Unternehmen, das ist eine Win-Win-Situation für beide Seiten. Beide befruchten sich gegenseitig und von beiden färbt jeweils auf den anderen was ab.
Also ich glaube wirklich, dass Basketball Ulm, auch dadurch, weil sie eine prominente, geile Marke auf der Brust hat, das ist jetzt was anderes wie, sagen wir mal, eine Brotsorte da, mit dem die Leute rumlaufen, da profitieren die genauso wie wir umgekehrt von einem höchst erfolgreichen Sportverein profitieren. Das ist für beide Seiten gut. Und zum Schluss, Uli Thierer, auch für die Stadt, für die gesamte Gesellschaft. Wenn sich zwei starke vereinigen und da kommt was Besseres raus wie bei Elend und Not, dann ist doch das für die Stadt gut, für die Leute gut, für den Stolz, für die Ehre, für alles das, was eben ein Fan haben will. Und vielleicht erfüllt sich dadurch ja noch eines Tages der Traum von Thomas Stoll, die Meisterschaft auf dem Ulmer Münsterplatz feiern zu können. Also feiern wir gerne mit. Dann hole ich mir sogar einen neuen Anzug und dann gehen wir feiern. Peter Baumann, bleibt es denn auch beim Engagement bei den Chicago Bulls in der NBA, wo Liqui Moly, glaube ich, seit 2018 Sponsor ist? Die Bulls ringen ja so ein bisschen verzweifelt darum, an die große Vergangenheit unter Michael Jordan anzuknüpfen. Was erhoffen Sie sich davon, wenn es dabei bleibt? Das ist relativ einfach zu beantworten. Also zum einen ist mal USA selbst einer unserer wichtigsten Märkte, wichtigsten Potenzialregionen. Das ist das eine. Aber das Schöne bei den Bulls, gerade haben wir über Marken gesprochen. Und klar haben die vielleicht heute eine andere sportliche Situation wie in der Vergangenheit. Aber sie sind aus der Vergangenheit heraus zur Marke geworden. Im Sport, in ihrem Geschäft. Und wir sind auch zur Marke geworden durch viele, viele Aktivitäten. Also wenn sich zwei Marken verbinden, da kommt immer was Gutes dabei raus. Und nicht nur auf die USA projiziert, gerade weil die Bulls so eine große Marke sind, ist es relativ unabhängig vom aktuellen sportlichen Erfolg, wie groß die Fangemeinde ist. Und wenn man sich das mal genau anguckt, dann haben die zum Beispiel in China, noch ein sehr wichtiger Markt für uns, viel, viel, viel mehr Fans in der Zwischenzeit wie in den USA selbst, auf sehr hohem Niveau und das weltweit. Und jetzt wieder, wir sind eine weltweite Marke, also das hilft uns nicht nur in den USA, diese Kooperation hilft uns tatsächlich global. Vielleicht kurz und knapp erzählt, wie kommt man denn von Ulm Leer, dem Firmensitz von Liqui Moly, eigentlich dazu, Sponsor bei den Chicago Bulls zu werden? Indem man sich genau sowas überlegt, was Sie gerade beschrieben haben. Und sagt, wer könnte ein, wenn man jetzt mal vom Grundsatz her von Sportsponsoring als Maßnahme, als eine von vielen Maßnahmen überzeugt sind, dann kann man sich ja durchaus überlegen und sagen, mit wem kann man sich denn kooperieren, um in anderen Regionen diesen Erfolg auch reinzutragen. Und dann kommt man auf das Thema, welche sind die interessanten Clubs, die interessanten Sportarten, die interessanten Länder, Regionen. Und dann fragt man einfach mal und sagt, soll man nicht mal reden. So ist es eigentlich gelaufen. Ja. Und dann klopft man an und die machen die Tür auf. Ja, jetzt sind wir wieder bei dem Punkt. Ich glaube schon, überzeugt, selbstbewusst dürfen wir schon sein, dass wir auch eine Marke sind, die durchaus auch im Sport von den Partnern dort begehrter ist wie vielleicht manch andere. Also man kann sich schon auch stolz schätzen, als Club, als Sportler, als Team, Liqui Moly mit an Bord als Sponsor zu haben. Sponsoring hat immer mit Image zu tun. Das hat für die eine Seite mit Image zu tun, welche Sponsoren habe ich. Und für einen Sponsor hat es auch mit Image zu tun, mit welchen Partnern arbeite ich zusammen. Also das passt sehr gut zusammen. Wenn ich da ergänzen darf, Uli Thierer, die rennen uns die Bude ein. Ja. Jeder Verein weltweit, die sind auf der Suche nicht nur nach Geld, sondern auf der Suche nach einem honorigen, anständigen, dynamischen, erfolgreichen Unternehmen, auf das man sich auch verlassen kann, ja, wo man nicht Angst haben muss, kommen die Sponsorbeträge oder kommen sie nicht. Und viele Vereine profitieren umgekehrt mehr von uns, als wir von denen, weil unser Bekanntheitsgrad nach 30 Jahren Markenaufbau höher ist als deren. Denken Sie mal an 1860 München. Da waren wir zwei damals vor 1000 Jahren im Olympiastadion in München vor einem Grünwalder Stadion. Dann haben wir die gesponsert, da waren wir der Hauptsponsor. Auch Liqui Moly voll auf der Brust. Da haben wir zwei Tränen in die Augen gehabt. Da waren wir ergriffen und wir haben gar nicht mehr gewusst, was wir alles machen sollen. So toll war das. Haben aber nach einer Zeit festgestellt, das Gefälle, Markenimage, geht ja in die andere Richtung. Reicht dann irgendwann. Dann sind wir ausgestiegen. Ja. Und für viele Vereine ist es gut, wie gesagt, wenn sie sich mit Liqui Moly schmücken, weil wir eine anerkannte, tolle Firma sind, honorig, ehrenhaft, dynamisch und alles das, was der Sport auch verkörpert. Herr Prost, Sie haben das geflügelte Wort von der Chance, die in der Krise liegt, schon benutzt, auch so ein Beispiel genannt. Ich selber
Mir fehlt da noch so der rechte Glaube. Können Sie mir vielleicht noch mal auf die Sprünge helfen, wo Sie die Chancen in der jetzigen Krise sehen? Uli Thierry greift da wieder ein Wort aus Ihrem Satz auf, der Glaube. Man muss schon auch an sich glauben. Uli Thierry, und wir sind da oben jetzt in Leer, mitsamt der Ölfabrik in Saarlouis, 1000 Leute. Das ist eine Macht, das ist eine Mannschaft, die kann jedes Spiel gewinnen. Da muss man aber dran glauben. Wirtschaft hat viel mit Psychologie zu tun, ganz generell. Und das ist auch bei uns so. Wenn wir natürlich verzagt sind und da Angst haben und pessimistisch in die Zukunft schauen, nicht an die Zukunft glauben, nicht an uns glauben, ja, dann sind wir auch so ein Enderklemmer und machen lieber nichts und fressen lieber das Saatgut auf, anstatt dass wir es in die Erde ausbringen und hoffen, dass wir in einem halben Jahr die große Ernte einfahren. Man muss schon investieren, da hilft Gottvertrauen, aber auch Selbstvertrauen. Und beides haben wir. Hinzu kommt Peter Baumann, Rainer Maas, Günther Hirmeier und ein paar andere. Seit 30 Jahren, Uli Thierer, seit 30 Jahren ziehen wir jeden Tag und jede Nacht am gleichen Strang für den Erfolg dieser Firma. Das ist ein eingespieltes Team. Auch das hat Parallelen zum Sport. Wir haben die Erfahrungen auch von anderen Krisen bereits mitgenommen. Ich habe in meiner Schublade im Schreibtisch eine Blaupause, wie man mit Krisen umgeht, wie man in der Krise die Chance am Schopf packt, wie Kairos in der griechischen Mythologie, um Erfolg zu haben. Das ist ja nicht die erste Krise, die wir haben. Ich habe schon diese Benzin-, diese Ölkrise mitgemacht. Dann haben wir die Finanzkrise mitgemacht. Wir haben SARS mitgemacht. Irgendwo auf der Welt ist immer eine Krise. Und wir sind ein globales Unternehmen, wie der Peter sagt. Eine Zahl dazu, 2/3 unseres Geschäftes machen wir außerhalb Deutschlands, in 150 Ländern dieser Welt. Und irgendwo ist immer der Teufel los, ob es in Russland ist oder in China oder in Afrika oder in Südamerika. Das betrifft uns alles, im Guten wie im Schlechten. Also die Chance, Uli Thierer, die ist da. Die muss man nur wirklich jetzt packen, mutig, mit Tatkraft und mit Glauben. Wir biegen ein im vierten Viertel in die letzten Minuten und die würde ich gerne noch mal so einer persönlichen Einschätzung widmen. Herr Baumann, und dann auch nachher Sie gefragt, wie gehen Sie eigentlich mit diesen doch etwas unwirklichen Krisentagen um? Wie sieht Ihr Alltag aus? Der Alltag sieht so aus, dass wir wie viele meistens aus dem Homeoffice arbeiten, bis ein paar einzelne Gelegenheiten, und dass sich das eigentlich fantastisch eingespielt hat. Der Alltag sieht so aus, dass wir mehr arbeiten, wahrscheinlich noch wie in Anführungsstrichen normalen Zeiten, falls sowas überhaupt gibt. Wir haben ja, wie gesagt, schon ein paar Mal erwähnt, jetzt ein globales Geschäft. Irgendwo ist immer jemand wach, der was braucht, dem man helfen kann, mit dem man reden muss, mit dem man irgendwas gemeinsam sich ausdenken kann. Also da gibt es Tag und Nacht tatsächlich viel zu tun. Dann haben wir schon gesagt, wir gehen oder sind enorm offensiv unterwegs, was Werbe- und Marketing- und Verkaufsförderungsaktivitäten betrifft. Mehr wie sonst, noch mehr wie sonst, gerade weil die Zeit so ist, noch mehr wie sonst. Also langweilig wird es uns nicht, überhaupt nicht. Im Gegenteil. Ich glaube, wir haben gerade alle die Ärmel noch weiter hochgekrempelt wie sonst immer und geben noch mehr Gas, wie wir sonst immer schon geben. Hans Prost, was folgt auf ein ausgiebiges Frühstück? Das, was mir am meisten Spaß macht, Uli Thierer, meine Arbeit mit der Firma, mit meinen Kolleginnen und Kollegen, mit meinen Kunden, das ist sowas von erfüllend, das glaubst du gar nicht. Also ich habe gerade den Lauf meines Lebens. Und das, aber das läuft von hier, vom Schloss aus. Ja, ich habe auch Homeoffice oder Schlossoffice habe ich eigentlich. Ich bin seit 3 Monaten nicht rausgegangen. Ich gehe doch da nicht vor die Tür. Da haust der Virus und Leute rennen mit Masken rum. Das stört mein ästhetisches Empfinden. Ich habe mich hier wirklich verbarrikadiert. Meine Lungenfliegerler, die sind auch nicht so toll. Risikogruppe als alter Sack, da gehöre ich alle dazu. Stimmt's? Ich antworte darauf nicht. Aber wir steuern halt von hier aus. Mittlerweile brauchst du eh bloß noch ein Handy, ja, und ein iPhone. Fernsteuerung. Genau, das ist die Fernsteuerung zur Firma. Wir kommunizieren Tag und Nacht mit unseren Kunden. In den USA, da habe ich mein Patenkind Sebastian Zelger zum Geschäftsführer gemacht. Mit dem telefoniere ich nachts um 3. 2 Stunden später stehen ja die Chinesen schon wieder auf im Osten der Erde. Da wird es dann wieder hell. Da fangen die schon wieder schaffen an. Und dann kann man mit Asien wieder schaffen. Also zurzeit haben wir rund um die Uhr geöffnet. Und Uli Thierer, das war der entscheidende Wurf, den wir vor Jahren gemacht haben, Liquimolli international aufzustellen. Wir haben die Marke angemeldet, die damals noch nicht einmal angemeldet war, weltweit. Internationalisieren, auf die ganze Welt den Fokus legen. Nicht nur auf ein Land oder auf einen Kontinent.
diversifizieren, in alle möglichen Produkte reinzugehen und das Ganze multiplizieren. Also richtig mit Vollgas ständig unterwegs sein, mit 4000 Produkten mittlerweile in 150 Ländern bei Millionen von Kunden. Und 600 Millionen Umsatz, davon 400 Millionen international. Vielen Dank an Sie beide, insbesondere an den Gastgeber Ernst Prost für die Gastfreundschaft, für die Auskünfte und Antworten, für die Einblicke und Ausblicke. Bleiben wir alle gesund.